Ich habe gefragt, mehr Brot und das Volk hat gesprochen. Ja, das sieht lecker aus. Bitte sagen, wie es geht. Musik bitte. Was brauchen wir an Zutaten? Wir haben Röstzwiebel, da nehmt am besten die fertig gekauften. Selbst herstellen ist aufwendig. Wir brauchen schönes Mehl, Typ 550 Weizenmehl. Und wir brauchen ein bisschen Reissirup oder wer mag Honig. Und schon geht's los. Mal das Mehl schön hier in die Schüssel. 400 Gramm, dann die Hefe rein, 13 Gramm. Und da, was ist denn das? Der Sirup, ja, oder der Honig, 30 Gramm. Dann 12 Gramm Salz drauf, ja, ganz genau. Und dann, ja, ungefähr 50 bis 60 Gramm von den Röstzwiebeln. Na? Kann ein bisschen variieren, je nachdem, wie ihr es wollt. Na? Und jetzt mal hier an die Luzi, die Küchenmaschine hier. Zack, wumm! Jo, los geht's. Teig machen hat ja immer ein bisschen was Meditatives, sowohl beim Zugucken als auch beim selber kneten. 400 Gramm Wasser noch bitte dazu. Schön dosiert. Wenn es ein bisschen zu matschig wird, gerne nochmal ein bisschen Mehl nachschütten. Ansonsten so ein bisschen 8 bis 10 Minuten hier kneten, damit es so aussieht ungefähr. Mal hier eine Fläche einmehlen. Könnt auch so eine Backunterlage nehmen. Ich nehme hier eine normale Küche. Mal drauf hier. Schönen Teig und Musik wird auch meditativer. Ne? Ja, ein bisschen mit Mehl arbeiten und dann hier mit der Teigkarte so einschlagen. Ja, links, rechts und dann wieder hier so ein Mehl nicht vergessen, damit es nicht klebt. Hier so eine Kugelform. Ja, ganz meditativ. Oh, ist entspannt. Ja, genau. So Oberflächenspannung und dann Tüchlein drüber. Und 30 Minuten ruhen lassen. Nach 30 Minuten wieder Tüchlein runter. Dann sieht es so aus. Ist ein bisschen gegangen und geruht. Und dann machen wir nochmal genau dasselbe. Mit der Teigkarte quasi hoch und falten von hier und da und tralala. Und wieder ein bisschen Mehl und wieder rund machen. Und dann wieder ein Tüchlein drüber. Und so, weiter geht's. Den Dutch Ofen in den Backofen. Ja? Dann auf Ober- und Unterhitze stellen, 230 Grad vorheizen für 30 Minuten, dass der Dutch-Ofen quasi auch schön warm wird. So, unser Brotleibling, Brotleib nochmal hier ein bisschen wie vorher schon mit der Teigkarte einschlagen, wieder rund kneten. Ja, so sieht er aus. Dann hier so ein Backpapier nehmen, mal drauf, nachhaltig, ich habe ihn schon mal benutzt. Braut nicht immer wegschmeißen. Mal hier fein rund machen, ja, damit das schön aussieht. Ja, Freund hier, der Okolyde. Ja, mit Liebe hier. Ja, mit Liebe. So, Messerchen holen. Dann erstmal hier. Ah, noch nicht das Messerchen. Ja, falsch gemerkt. So ein bisschen Mehl drüber. Das sieht, wenn es fertig ist, dann ganz schön rustikal aus. Bisschen einreiben. Oh, Liebe, Liebe, Liebe. Und dann Messerchen. Und dann kann man was einschneiden. Entweder man macht irgendwie drei Schnitte oder man macht hier so ein schönes Viereck. Da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. So, Dutch Ofen raus. Deckelchen runter. Und unser Brot da rein. Hier schön aufgemacht. Ja, genau. Deckel drauf. Ja, Freunde. Und dann wieder in den Ofen rein für 35 Minuten. Guck mal hier, die Alexa ist schon fertig. Die Küchenhilfe Alexa. Der Timer ist beendet. Ja, ja, ja. So. Hier immer mit Handschuhen, weil sonst verbrennt er euch die Flossen. Und das wäre natürlich nicht so schön. Hier mal raus hier. Ist das ein Brot? Bäcker hassen diesen Trick. Meine Güte, ist das geil. Zwiebelbrot, meine Freunde. Genaue Anleitung unten in der Infobox. Ist es nicht toll? Das war's für heute bei Bäumlers Welt. Was denn das? Regen? Abo nicht vergessen.